Die Strohbande braucht Power-Ups, um einen Koloss wie Kaido zu besiegen. Und gerade der Schwächste der Strohbande, Lysop, hat dies bitter nötig. Doch was für eine Art von Power-Up könnte er auf Wano Kuni bekommen? Dies erfahrt ihr nach einem kurzen Intro. Lysop ist bis dato der schwächste Charakter in der Strohbande. Auch Oda selbst sagte mal in einem Interview, dass er ihn immer etwas schwächer lassen wird. Denn er soll den Menschen, den Normalo in der Bande repräsentieren, der dennoch seinen Traum erfüllen kann. Doch trotzdem muss er gerade auf Wano und auch für zukünftige Begegnungen ein Power-Up bekommen. Wano Kuni ist bekannt dafür, dass sie die besten Seesteinschmiede haben. Sie können Seestein in komplexe Formen verarbeiten, wie zum Beispiel Schatullen, Nägel und ähnliches. Da dürfte es doch ein Klacks für sie sein, auch Seesteinkugeln herzustellen, oder? Wie ich auf diese Idee komme? Naja, Lysop benutzt seine Schleuder. Da passen Kugeln doch ganz gut dazu. Damit hätte er auch endlich eine Waffe, um gegen Logia-Nutzer antreten zu können. Auch könnte er damit andere wie Zoans oder Paramecia-Nutzer schwächen, sollten die Projektile im Körper verbleiben. Wäre also eine durchaus sinnvolle Waffe. Möglicherweise gibt es diese Seesteinkugeln auch schon. Auf Marineford, als Shanks Bande eintraf, blockte Ban Bagman Kizaru, indem er seine Waffe auf ihn richtete. Im Normalfall braucht aber ein Logia-Nutzer keine Angst haben vor Kugeln, da diese einfach durch seinen Körper hindurchwandern würden. Doch wieso ließ sich Kizaru dann davon aufhalten? Hierbei gibt es nur zwei logische Erklärungen. Erstens, Ban Bagman ist in der Lage, seine Pistolenkugeln mit Rüstungshaki zu ummanteln und diese halten selbst bei Abschuss, also ohne direkten Kontakt mit Ban Bagman, immer noch diese Ummantelung. Da es aber bis dato keine Hinweise gibt, dass man auch Sachen Rüstungshaki geben kann, die man nicht berührt, schließe ich diese Möglichkeit vorerst mal aus. Zweitens, Möglichkeit ist, dass er Seesteinkugeln benutzt und Kizaru das weiß. Möglicherweise ist dies nicht unnormal in der neuen Welt. Immerhin sind Logias die stärksten Teufelsfrüchte. Das heißt, viele der Logia-Nutzer werden es vermutlich in die neue Welt geschafft haben. Und um sich dagegen zu verteidigen, gibt es eben diese Seesteinkugeln. Mitunter deshalb meinte vielleicht Pekoms damals zu Karibu, dass Logias in der neuen Welt nichts mehr Besonderes sind, da in der neuen Welt viele Haki beherrschen und es zudem möglicherweise auch eben genannte Seesteinkugeln gibt. Was haltet ihr von diesem Power-Up? Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.